eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Pflegenotstand längst Realität geworden ist. Bis zum 24. September 2017 habe ich 27 Jahre sehr gerne und mit Leidenschaft als Altenpflegerin gearbeitet. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten sehr oft gefragt worden, ob ich als kleine Altenpflegerin keine Angst vor der großen Politik in Berlin habe. Nein, ich habe keine Angst. Angst hatte ich in den vielen Nachtdiensten, wo ich alleine für 56 teilweise schwerstkranke Menschen verantwortlich war. Und ich morgens froh war, wenn der Dienst zu Ende war und es nichts passiert ist, davor habe ich Angst und nicht Angst davor, hier zu stehen. Vor allem müssen wir endlich dafür sorgen, dass der Pflegeberuf attraktiver wird. Und das hängt nicht nur von der Bezahlung ab. Denn bei guten Rahmenbedingungen ist es ein wunderbarer Beruf. Nicht jeder kann pflegen, aber jeder von uns hier kann von heute auf morgen pflegebedürftig werden. Als Pflegefachkraft hat man so eine große Verantwortung und es geht nicht mehr ohne Tariflöhne. Aber nicht nur an die Tariflöhne müssen wir ran, sondern wir müssen auch mal darüber nachdenken, wie wir die Eigenanteile für die Pflegeeinrichtung, für die Pflege neu besetzen. Sie stehen nun wirklich für die Menschen, die in der Pflege gearbeitet haben, die wissen, wovon Sie sprechen und dass das ein wirklich die Menschen umtreibendes Thema ist, das weiß ich. Und deshalb haben wir auf dem Weg ja auch schon einiges in dem Zusammenhang einiges auf den Weg gebracht. Im Januar ist das Pflegepersonalstärkungsgesetz in Kraft getreten. Das heißt, dass mit diesem Gesetz 13.000 neue Stellen für die Pflege finanziert werden. Es gibt wieder eine gleiche Verteilung der Krankenkassenbeiträge zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern. Krankentransporte müssen nicht mehr in einem langwierigen Genehmigungsverfahren ab Pflegegrad 3 beantragt werden, sondern ab Pflegegrad 3 benötigt man keine Genehmigung mehr. Nicht nur in der Städteregion Aachen, sondern auch im gesamten Land stehen Veränderungen an. Gerade wenn wir von der Digitalisierung reden, es werden alteingesessene Arbeitsplätze wegfallen und dafür neue hinzukommen. Worauf ich besonderen Wert lege und was mir auch wichtig ist, sind die gut bezahlten Arbeitsplätze, die nach Tarif bezahlten Arbeitsplätze. Da müssen wir also, beziehungsweise werde ich auch verkämpfen, dass diese nicht wegfallen. Und wenn neue dazukommen, müssen diese auch gut bezahlt sein. Ja, ganz oben auf meiner To-Do-Liste steht natürlich mein Wahlkreis, die Städteregion Aachen. Und wichtig ist mir dabei der Zusammenhalt. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Aber eins verspreche ich, dass ich mich mit meiner ganzen Kraft und mit meiner ganzen Motivation und Energie für die Städteregion hier einsetze. Wir brauchen einen vernünftigen Strukturwandel und ich möchte nicht, dass in meiner Region ein Strukturbruch entsteht. Ich stelle mich zu Hause hin und spreche mit den Beschäftigten, den Menschen, die vom Ende des Braunkohleabbaus betroffen sind. Diese Menschen wollen eigentlich nur eins, Verlässlichkeit. Und die müssen wir jetzt schaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Verlässlichkeit schaffen wir nur, indem wir jetzt den Rahmen für einen Strukturwandel schaffen. Verlässlichkeit schaffen wir, wenn wir die betroffenen Kommunen jetzt nicht im Stich lassen. Zuallererst brauchen wir Folgekonzepte für die Kraftwerksstandorte und Tagebaue. Damit erhalten wir Arbeitsplätze in der Industrie und Energiewirtschaft. Wir wollen, dass junge Menschen bis zum Ende der Braunkohle ihre Ausbildung machen können, in der Gewissheit, dass sie gut qualifiziert für Jobs in der Industrie sind. Wir, die Bundesregierung, sind jetzt gefordert, die Kompromisse in Gesetzestexte zu bringen, die Finanzierung sicherzustellen, damit ich als Parlamentarierin am Ende meine Bewertung vornehmen kann und zum Wohle der Region verantwortlich entscheiden kann. Glück auf!